Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Holzwerken TV. Ich habe heute wieder zu Gast im Studio Friedrich Kollenrott. Hallo Friedrich. Hallo. Wir sind hier im zweiten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Schärfen. Im ersten Teil, Friedrich, hast du uns gezeigt, worauf man achten muss, wenn man Stechbeitel und Hobeleisen schärfen will, und zwar in theoretischer Hinsicht. Also da ging es um Mikrophasen, um zweite Phasen, um die Spiegelseite und worauf man achten muss. Jetzt geht es richtig ans Eingemachte, ans Schärfen auf Wasserstein, was ja deine Domäne ist. Friedrich, du hast deinen Schärfplatz mitgebracht. Der sieht natürlich sehr, sehr ausgefuchst aus, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast ja auch viele Jahre Entwicklungsarbeit reingesteckt. Erklär uns doch mal ein bisschen, woraus der besteht. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen aufwendig. Erklärt sich daraus, dass ich in meiner Werkstatt fast ausschließlich mit Handwerkzeugen arbeite und Wert darauf lege, dass sie immer sehr schön scharf sind. Und deswegen muss ich eben auch relativ oft schärfen, und da lohnt es sich schon, diesen Aufwand zu treiben. Das ist also ein Tisch in der erforderlichen Größe mit einer Auflage für die Steine, die davor gebaut ist. Das heißt, die Steine liegen hier drauf. Man kann von allen Seiten ran, und das Wichtigste ist, das Wasser und der Schlamm, der hier auf den Wassersteinen entsteht, tropft herunter in einen Eimer, sodass man nicht den Schmutz in der Werkstatt hat. Das ist also für den Betriebsfrieden zu Hause sehr wichtig. Ja, das glaube ich. Der Tisch ist ausgelegt mit solchen Gummimatten aus dem Autozubehörhandel, die auch das Wasser und den Schmutz zusammenhalten. Hier ist ein Wasserbehälter, in dem der Abziehstein liegt. Den bewahre ich nass auf. Dann ein zweiter Behälter für Wasser zum Abspülen der Steine. Hier stehen andere Steine noch. Hier habe ich meine Spritzflasche für Wasser und hier einen Klinker, auf dem ich meine Steine regelmäßig abrichte. Die Steine müssen immer gut plan sein, sonst funktioniert gar nichts. Und hier habe ich noch Kleinkram, Winkelleeren, Schrauben und so weiter, was ich noch vorführen werde. Das sehen wir gleich noch im Einsatz. Genau. Jetzt hat natürlich nicht jeder so einen wirklich ausgebauten Schärfplatz zur Verfügung. Wenn man einsteigt in das Schärfen mit Wasserstein, was würdest du da als Grundausstattung empfehlen? Also man braucht auf jeden Fall zwei Steine oder einen Kombistein, also einen Schleifstein, einen Abziehstein. Körnung, würde ich sagen. Der Schleifstein etwa Körnung 1000, der Abziehstein etwa Körnung 6000, eher feiner für meine Methode. Dann braucht man eine Möglichkeit, die Steine abzurichten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder so ein Klinker oder eine Abrichtplatte, die man kaufen kann. Dann braucht man eine Gummimatte, um das Ganze einigermaßen sauber abwickeln zu können. Und man braucht zumindest einen Wasserbehälter, um die Steine abzuspülen. Also alles in allem überhaupt nicht aufwendig. Man kann direkt am Nicht so furchtbar, ja. Man kann es direkt loslegen. Ja, man kann. Gut, dann zeig uns doch mal aufgrund dessen, was du uns beim ersten Video theoretisch gezeigt hast und was wir jetzt über deinen Schärfplatz wissen, wie du diesen Stechbeitel, der es nötig hat, scharf bekommst. Ja, also ein ganz normales Stecheisen, bei dem ich die Phase schleife mit 25 Grad, steht hier drauf, dann die Mikrophase abziehe mit 30 Grad und zuletzt dann die Spiegelseite abziehe plan. Und dann bin ich fertig. Und du wirst sehen, es geht sehr schnell. So, um die Winkel zu finden, habe ich eine Winkellehre, ein kleines Plastikdreieck, auf der einen Seite 30 Grad zum Abziehen, auf der anderen Seite 25 Grad zum Schleifen. Muss man vielleicht noch erläutern, diese Marke Eigenbau, die hast du dir eigens für deine Methode angefertigt. Das habe ich mir selbst gemacht. Aber man kann es aus, ich sag mal leicht, Plexiglas auch relativ leicht selber herstellen. Das ist eigentlich für jemanden, der... Ist kein Problem. Ja. Man also, ist eine leichte Übung. So, das ist der Schleifstein, ein 1000er Schleifstein. Der Schleifstein wird vor Benutzung kurz abgerichtet, sodass er gar nicht hohl oder krumm werden kann. Abgespült und auf die Auflage gelegt. Das ist für dich eine feste Routine, den jedes Mal abzurichten und zu säubern. Immer, wenn ich ihn in die Hand nehme, richte ich ihn ab. So, jetzt muss das Eisen auf dem Stein auf 25 Grad zum Schleifen ausgerichtet werden. Ich stelle die Leere daneben und fühle jetzt mit zwei Fingern, dass der Winkel stimmt. Das ist genau genug. Das reicht so. Jetzt lege ich das weg. Jetzt habe ich den Winkel und der Rest wird jetzt freihändig gemacht. Über die gesamte Fläche des Steines schleife ich jetzt so lange, bis die Mikrophase weg ist und sich ein Grat gebildet hat. Und kräftiger Druck. Man hört das auch kräftiger richtig. Kräftiger Druck, ja. Man muss das ordentlich hören. Man sieht auch sehr gut, dass du deine Arme steif hältst, deine Handgelenke steif hältst und dass du deine Ellbogen auch im gleichen Winkel immer hast. Die Bewegung kommt aus der Hüfte, aus den Beinen, damit die Winkeltreue die ganze Zeit erhalten bleibt.
So, jetzt spüle ich ab und schau mal. Und ich stelle fest, es ist von der Mikrophase noch was da. Ich bin also noch nicht fertig. Wasser drauf. Mhm. Ausrichten. Und weitermachen. Man sieht jetzt hier auch die Vorteile eines solchen Systems mit Wassersteinen. Zum einen ist es vergleichsweise günstig. Sie haben keinen Funkenflug in der Werkstatt, es ist leise. Und Sie haben nicht die Gefahr, dass Sie wie bei einem schnelllaufenden Schleifbock die Stechbeitel oder später auch die Hobeleisen blau schleifen, wodurch natürlich sofort ein extremer Qualitätsverlust an der Schneide eintritt. Hier haben Sie eine sehr leise Methode, die Friedrich Kollenroth hier vorführt. So, Mikrophase ist weg. Ein Grat ist mit dem Finger zu fühlen. Sehen kann man ihn nicht, man fühlt ihn sehr gut. Als nächstes muss dieser Grat entfernt werden. Ich lege den Stein weg, nehme jetzt den Abziehstein, so wie er ist, noch nicht neu abgerichtet, und entferne den Grat, indem ich das Eisen draufsetze und mit ganz leichtem Druck den Grat umbiege und abschleife. So. Ausnahmsweise mal, indem du den Winkel veränderst. Indem ich den Winkel verändere, so. Ja. Und jetzt fühle ich, jawohl, der Grat ist weg. Jetzt wird der Abziehstein kurz abgerichtet, abgespült, um alle gröberen Körner zu entfernen. Jetzt brauche ich 30 Grad. Mhm. Kurz zur Erläuterung, die Mikrophase, die jetzt angearbeitet wird, ergibt dann als Keilwinkel, als eigentlich schneidender Keilwinkel 30 Grad. Das und ist der entscheidende Winkel. Und davor, dass die eigentliche Phase war, auf 25 Grad geschliffen. Ja. Aber jetzt geht es um 30 Grad, das heißt, du hast den Keilwinkel wie jedes normale Stecheisen auch. Ja, so. Also ausgerichtet. Und jetzt muss man ziehen, sonst schneidet man in den Stein. Also, man sieht, es gibt eine dunkle Spur. Mhm. Und jetzt geht es sehr schnell. So, die Mikrophase ist schon fertig. Mhm. Jetzt richte ich die andere Seite des Steines ab. Die ist mit Nuten versehen, das muss man nicht. Es ist aber sehr praktisch, weil der Stein dann mit der Spiegelseite nicht schmiert. Die Nuten hast du selber mit dem Winkelschleifer, glaube ich, reingemacht? Die Nuten sind mit einem Winkelschleifer selbst reingemacht. So. Und wir sind hier beim 8000er Stein, der richtig poliert regelrecht. Der poliert. So, jetzt zieht man einige Striche rüber und das Eisen wird abgetrocknet. Und jetzt kann man sehen, geschliffene Phase, abgezogene Mikrophase und eine weitgehend kratzerfreie Spiegelseite. Mhm. Eisen ist fertig. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Friedrich. Bitte. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben dadurch viel mitnehmen können von dieser wunderbaren Schärflektion von Friedrich Kollenroth. Ich sage dir nochmal Dankeschön, Friedrich. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV.